Es ist eine Möglichkeit, den Beruf oder das Handwerk genauer kennenzulernen, ohne Praktikum, einfach mit ein bisschen Zeit am Wochenende. Also viele grundlegende Sachen, Thema Technik, Thema Metall. Feilen habe ich das erste Mal da gemacht am Metall. Bohren habe ich das erste Mal gemacht am Metall. Ich habe das erste Mal geschweißt. Robotik kennengelernt, Pneumatik kennengelernt. Eigentlich vieles mehr. Also ich habe eigentlich da fast alles kennengelernt, was ich für meinen jetzigen Beruf brauche. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da schon meine Ausbildung vorher schon gehabt. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen zu bestätigen, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Also Schusser hat auf jeden Fall immens dazu beigetragen. Mein Meister oder mein Auszubildender war da sehr begeistert von. Definitiv die ganzen Gruppen kennenlernen-Phasen und sowas. Man macht nicht nur was mit Handwerk, sondern auch im Sozialen mit ein paar Leuten was. Spiele gespielt, so ein Bobbycar aufgebaut zum Beispiel oder so. Aus Holz so eine Art Seifenkiste gebaut. Das hat auch sehr Spaß gemacht. Eigentlich alles, was ich bei Schubs gelernt habe oder gemacht habe, habe ich bis jetzt in meinem Beruf auch wiedergefunden. Es gab kaum Sachen, die wir nicht gemacht hatten schon vorher bei Schubs, sodass ich viel Vorerfahrung mitgebracht habe. Ich würde Schubs auf jeden Fall weiterempfehlen. Erstmal, weil das die Ausbilder sehr gerne sehen, auch wenn man so ein Zertifikat da mit sich bringt. Allein diese ganzen grundlegenden technischen Sachen und so werden dir da auch schon beigebracht. Deswegen würde ich ganz klar weiterempfehlen. Auch wenn es am Wochenende zeitaufwendig ist und so, aber das hat mich, sag ich mal, nicht gestört.